Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM 22. Die erste Länderspielpause der Saison ist um. Wir wollen uns heute Athletic Bilbao, Dortmund in der Champions League und Sociedad widmen. Nach unserem Start müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Bevor wir heute loslegen, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um was anderes, nämlich unserem heutigen Sponsor. Und unser Sponsor ist Iniva.com. Ihr wisst es, der Gaming-Herbst und Winter steht natürlich an. Viele neue Games kommen raus. Und die beste Anlaufstelle für die neuen Spiele ist eben Iniva.com. Riesiger Marktplatz mit vielen Produkten und den besten Preisen. Könnt ihr gerne mal hin und her gucken, ob ihr da was Interessantes findet. Dazu ständig Sales und gute Angebote. Natürlich auch immer neue Geschenkkarten, falls ihr mal hier und da was aufladen müsstet, um euch die Sachen im Store selber zu kaufen, falls es da interessante Angebote gibt. Ansonsten, wie gesagt, gibt es immer interessante Sales bei iniva.com. Und sollte mal was nicht stimmen, habt ihr einen 24/7 Live-Support, der euch helfen könnte, falls eben irgendwas nicht sein sollte. Aber schaut mal vorbei auf iniva.com, Links in der Beschreibung, falls ihr hier und da mal einen guten Deal erwischen wollt oder irgendein Spiel, was jetzt bald rauskommt, irgendwie schon ins Auge gefasst habt. Und jetzt können wir nämlich auch loslegen und gegen Bilbao starten. Bin sehr gespannt. Bilbao ist momentan auf Platz 12, haben aus den ersten drei Spielen 4 Punkte geholt. Wie halt 7. Müssen wir schauen, wie das so aussieht. Und ob da halt ein bisschen mehr für uns geht. Ich habe ein bisschen umgestellt, damit wir halt auch gleich gegen Dortmund ordentlich Fitness haben. Bilbao hat einfach gar nichts gekauft und nichts verkauft. Ja, die haben zuletzt halt im Winter was gemacht. Ei, auch interessant. Ja, Bilbao immer schwierig, ne? Die müssen halt die Regens haben. Aufstellung sieht wie folgt aus. 4-3-3 heute, ziemlich umgestellt. Arribas vorne. Ich hoffe, der hat heute mehr Glück. Bisher war es ja sehr, sehr schlecht, leider. Da wagt man ja sogar besser. Vicente ist rechts vorne reingekommen. Ansonsten Naselti wird sein erstes Spiel für uns machen. Genauso wie halt Nuri in dieser Saison. Nunez ist rein. Und Johnny wird von Beginn an starten. 8 Änderungen sind's. Natürlich viel in Hinsicht auf Dortmund getauscht. Und Bilbao wird auf jeden Fall sehr eklig werden für uns. Die sind immer eklig gegen uns. Unentschieden Sieg, Niederlage bisher. Sonst hat der bisher immer gute gegen uns war auf der LZM-Seite. Dann los. Macht was draus, Jungs. Der war nix. So, da ist Arribas. Asselti, guter Ball auf Bjuk. Und von da hinten zu schießen ist natürlich sehr optimistisch. Bjuks Freistoß. Oh, Ramon Enriquez. Und es dürfte kein Abseits sein. Und damit gehen wir in der 8. Minute in Führung. Jupp, Ramon Enriquez, der 25 Millionen Euro. Oh Gott, ey, wenn ich das sage, ne? 25 Millionen Euro Neuzugang bringt uns in Front. Naja. Also, Tendenz war da doch eher abseits, fand ich. Aber sagen wir mal lieber nicht zu laut. Jungs. Oh Gott, die FM macht wieder komplett scheiße. Oh Gott, ey. Das würde natürlich niemals im Leben irgendjemand machen. Aber im FM passiert es natürlich. Schade. Sofort wieder die Führung weg. Ja, das ist hier natürlich schon Unsinn. Das ist noch mehr Unsinn. Das ist natürlich Ultra-Unsinn. Schade. Ja, das ist sowas immer passiert im FM, ey. Es geht mir so auf den Sack. Sonst nach den beiden Fehlern ist mir gar nicht so viel jetzt am passieren. Halbe Stunde ist um. Statistik ist eher auf der Seite von Bilbao, leider. Spielt noch nicht wirklich gut. Vicente hat eine schlechte Partie. Nunez hat eine schlechte Partie. Unsere rechte Seite scheint heute überhaupt nicht zu funktionieren. Und so geht's mit dem 1:1 in die Pause rein. Ich werde mal Nunez rausnehmen. Spielt schlecht. Reagiert schlecht. Ist nervös.
Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie mal hier das 2 zu 1 machen können. Weil gut sieht das wirklich nicht aus. Vujicic wird reinkommen. Arriba ist mal wieder schlecht heute. Ich gehe mal auf Offensiv. Und dann kommt noch Kabic rein. Wenn dieser Eckball nicht reingehen sollte. Oh Gott. Super Konterchance. Starke Grätsche, sehr schön. Ja, Gabrielsen hat natürlich den Fehler gemacht. So, Vicente wird gerade ausgewechselt. Vujicic, schöner Ball auf Ramon Enriquez. Jawohl, nice. Doppelpack. Sehr schön. Jetzt bitte nicht mehr so ein Bullshit, ja? Erstmal Celti, dann Vicente. Vujicic gerade reingekommen mit diesem wunderschönen Pass und natürlich extrem schlecht verteidigt von Bilbao. Ne? Da ist ja gar keiner um Ramon rum. Das ist ja lächerlich. Aber gut, haben wir auch schon öfters bei uns gesehen, dass da gar keiner verteidigt. Ich werde trotzdem Kabic reinbringen. Und sei es halt nur für die Zeit. Gib nochmal 4 Minuten oben drauf. Oh, eine Szene. Und ich will doch keine Szene sehen. Oh, ein Nuri nicht gut. Boto klärt gut. Aber da steht natürlich jetzt keiner mehr. Wird die letzte Aktion in dieser Partie sein wahrscheinlich. Oh Jungs, bitte, 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 bitte. Ein Nuri, ja. Jesus Perez raus. Schön auf Vujicic. Jetzt bloß den Ball gut verarbeiten. Langer Ball auf Kabic. Der legt ihn irgendwie in die Mitte. Nee. Ja, sehr gut. Oh nein, 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 nein. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Vorziehen einfach um. Ist in Ordnung. Oh nein, oh nein. Merino, der Weg zum Tor ist eigentlich ewig lang. Aber, oh, Jesus Perez! Maschine! Maschine! Holy shit! Yo! Alter, die Krake! Boah! Ist ja unfassbar. Unfassbar. Also wenn er das so weitermacht, dann habe ich wirklich gar keine Angst, dass ich ihn ersetzt habe. Trotzdem wäre es schön, wenn das Spiel jetzt langsam mal vorbei ist. Schiri, würden Sie bitte abpfeifen? Gott, ist das gerade hektisch, ne? Sehr schön. Boah, Jesus Perez. Was für eine Maschine, ey. Ho. Also ganz ehrlich, ne? Wir haben dieses Spiel gewonnen wegen Antonio Jesus Perez. Heilige Scheiße, was für ein Safe. Alter Schwede. Ja, boah. Gut, Platz 2. Während wir 1 Million an Bjuk, nicht an Bjuk, an den HSV zahlen für Bjuk. Enrique ist gutes Spiel, jupp, sehr schön. Boah. Das war ordentlich. Also, ich hatte ja am Anfang der Saison gesagt, ne, dass ich die ersten Spiele gucken muss, ob nicht vielleicht Soriano für diese wichtigen Spiele in der Champions League oder so spielen sollte. Aber ich glaube, jetzt ist Antonio Jesus Perez auf jeden Fall gesetzt. Meine Güte, ey, was für ein Save. Gut, aber ganz ehrlich, war auch nur ein Save, ne? Also nicht zu übertreiben jetzt. Aber das war sehr schön. So, dann steht jetzt gleich unser erstes Champions League Spiel an. In 2 Jahren. Leider ja letztes Jahr nur Europa League gespielt. Das wird ganz schön schwierig, ne? Das ist eine starke Gruppe. Dortmund, dürfen wir nicht vergessen, ist die letzten 4 Jahre Meister geworden oder die letzten 3 Jahre. Sprich, die sind halt gut. Die haben auch noch Moukoko. Puh. Der wird uns auch ordentlich Probleme bereiten. Während unsere U19 aber 4-0 gewonnen hat. Immerhin. Und dann haben wir Sociedad. Nächste Folge dann Real Madrid. Das wird dann gleich mal das Spiel werden um die Meisterschaft wahrscheinlich. So, alle fit. Sehr schön. 4-4-2. Oh, 4-4-2. Irk. So, wir stellen ein bisschen um. Boto kommt rein.
Dann werde ich Gutierrez wieder reinnehmen. Kavic und Vujicic und Utkin. Ich glaube, das sind gute Änderungen. Ah, und Iglesias natürlich. Ich glaube, das sind gute Änderungen. Wir werden jetzt eh immer mehr rotieren, ne? Weil jetzt haben wir auch den Kader dafür. Ich überlege, ob ich so einen Yoda. Nee, Ramon Enríquez hat eigentlich ein gutes Spiel. Den sollte ich jetzt drin behalten. Dann mal los, ja, und 4-3-3. Na, weiß nicht, oder vielleicht doch auf 4-1-4-1 noch gehen? Schwierig, ne, gegen das 4-4-2. Ich glaube, ich probiere es erstmal im 4-1-4-1, um sicher zu gehen. Siehst du, ich wollte nur bei Dortmund schauen, also wir im 4-3-3, ne, im 4-1-4-1, also es wird gleich sofort umgestellt. Und Dortmund im 4-4-2. Moukoko vorne. Sind schon wieder auf Platz. Ne, sind auf Platz 2 in der Bundesliga. Die letzten 3 Jahre sind sie Meister geworden. Roger Schmidt ist Trainer. Haben 69 Millionen ausgegeben. Nice. In der Vorbereitung. Dovgi geholt von Monaco. Und dann den Šišić von Real Madrid. Gegen den haben wir letztes Jahr gespielt. Dazu haben sie 209 Millionen eingenommen. Leon Bailey abgegeben an United. Naja, bin gespannt. Und würde sagen, wir legen los gegen Dortmund. Und wie gesagt, jetzt erstmal im 4-1-4-1. Schauen wir mal. Dortmund ist ein Viech, ne? Muss man erstmal besiegen. Schauen wir einfach mal. Ja, ist relativ ausgeglichen, ne? 3 zu 4 Schüsse. Dann, ich habe 2 zu 0 davon aufs Tor. Jetzt die erste Szene. Oh, Moukoko, da ist er schon. Boah, und trifft den Pfosten. Ja, Juan Fernandes, manchmal ist er das, ne? Einfach nicht umsichtig. Jungs, Vorsicht. Dortmund presst hoch. Schöner Ball jetzt auf Vujicic. Vujicic, ja, und dann ist es eine super Parade von Uhucan. Schade. Ja, ich sag ja, ne, Vujicic und natürlich auch Arribas sind noch nicht so wirklich angekommen in dieser Saison. Also noch hat uns das keine Punkte gekostet, aber es ist halt kurz davor. Ich meine, Vujicic hat jetzt auch gerade schon wieder gut gespielt also nicht gut gespielt. Aber hat halt was geleistet im Spiel gegen Bilbao. Das Problem ist halt, da muss mehr kommen, ganz ehrlich, ne? Also sowas zum Beispiel gerade muss rein. 0 zu 0 zur Pause. Wir hatten die beste Chance. Wir haben auch das Chancenplus. Trotzdem würde ich das jetzt nicht als großartig erachten. Kommt, Jungs, der Sieg ist verdient, also holt ihn euch. Ja, Dortmunds System scheint bisher nicht so wirklich zu funktionieren, aber. Ach, wir spielen ja gegen Marin auf meinen Ex-Spieler, stimmt. Spielt der Linksverteidiger? Aber das kann halt auch schnell gehen bei Dortmund. Oh, Marinov! Ja, deswegen habe ich ihn verkauft. Ui, okay. Okay. Marinov. Der hat ja wirklich Linksverteidiger gespielt, kann das sein? Ui. Okay, dann würde ich jetzt auf das 4-3-3 gehen, um mehr Offensivpower zu generieren. Ohne dabei aber unsere defensive Stabilität halt zu verlieren. Sonjola wird reinkommen für Ramon Enríquez. Ja, da hätten wir besser hingehen müssen. Müssen auf Moukoko aufpassen. Der läuft da schon los. Fernandes gut. Kabic nicht gut. Weil der Kopfball etwas lang war von Juan Fernandes. Der im Übrigen auch schon gelb hat. War ja auch nicht das erste Mal, wenn wir sofort nachziehen wollen mit den gelb-roten Karten. Jungs, passt mir auf den Moukoko auf, bitte. Giovanni Reina dürfte auch nicht viel. Oh Gott, ja, da ist Moukoko. Und dann macht ihn natürlich rein. In Unterzahl geht Dortmund in Führung.
Ach Mann, ey, ich hab's schon kommen sehen. Ich hab mir das leider schon gedacht. In dem Moment nämlich, wo ich auf das 4-3-3 gegangen bin, dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich macht jetzt Dortmund nicht so viel Unsinn. Dann machen sie ganz viel Unsinn und gehen sogar in Führung. Leider extrem unnötig, aber kennen wir auch nicht anders von unserer Mannschaft. Das darf so natürlich niemals passieren, ne? In Überzahl sofort das Gegentor kassieren. Natürlich Dortmund mit dem einzigen Torschuss in Führung gegangen. Und es wird auch reichen, höchstwahrscheinlich. Denn wir sind gerade zu blöd, um Fußball zu spielen. Ach, ey, dass sich das immer zieht bei uns. Oh. 22 Schüsse, 10 aufs Tor, kein Tor gemacht. Dortmund hat einen einzigen Torschuss und macht natürlich in Unterzahl den Siegtreffer. Durch Dovgi, der reinkommt, und Moukoko natürlich. Also viel dämlicher kann dieses Spiel eigentlich gar nicht laufen. Nee, Leute, ihr wart leider einfach extrem scheiße. Und Vujicic, du hast die Führung auf dem Fuß gehabt und hast sie nicht gemacht. Ach, meine Güte, ey. Wie darf denn sowas passieren? Gar nicht halt. Meine Güte, ey. Es kotzt mich so an, wenn ich das sehe. Ah, ich hätte nicht auf 4-3-3 umstellen. Nee, ganz ehrlich, nee, nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Was sind die Vollidioten denn so bescheuert und kriegen das nicht hin, in Überzahl eben kein Gegentor zu kassieren? Ich wäre natürlich auch angepisst gewesen, hätten wir nur unentschieden gespielt. Aber so ist natürlich absolut beschissen. Also, was ist das denn für ein Kack? Meine Fresse, ey. Gestern dreht auch schon wieder komplett am Rad, hat schon wieder 4 Tore gemacht. Meine Fresse halt, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Vollidioten. Absolute Vollidioten. Dreckspieler manchmal, ey, es kotzt so an. Okay, wir sollten näher auf Real Madrid achten. Wäre schön, wenn jetzt Arribas endlich mal ein Tor macht. Geht mir nämlich hardcore auf den Sack, dass wir gerade so viel immer liegen lassen. Darf nämlich auch nicht passieren. Oh, meine Güte, ey. In Überzahl verlieren wir halt dieses Spiel gegen Dortmund. Vor allem, das kannst du, das darfst du. Wow. Was ist das denn hier? Levante geht in der ersten Minute in Führung und Real Madrid macht in der 96. per Elfmeter den Ausgleich. Alter Schwede, ey. Oh, Boto ist bereit für einen Verbleib bei uns. Vertrag geht noch 2 Jahre. Wollen wir vielleicht mal verlängern? Naja, wenn das für einen Pokal gewinnt, dann müsst ihr halt aber mitmachen, ne? Ja, gut, das wird natürlich absoluter Bullshit schon wieder sein. Also Olic meint, er möchte nur 30.000 verdienen. Das ist natürlich Unsinn. Ja, ich frage einfach mal. 59.000. Ja, ich habe halt keine Ahnung, ne? Warum muss das im FM immer so sein? Meine Güte, ey. Ich habe doch keine Ahnung, was der Spieler haben möchte. Dann sagt's mir halt einfach. Dann kann man auch miteinander reden. Aber nein, lieber wird man ja hier im Dunkeln gelassen. Was der Spieler wohl höchstwahrscheinlich an neuen Modalitäten haben möchte. So, ich glaube aber, wenn wir jetzt hier auf 50.000 gehen, könnte das auch irgendwie klappen. Vielleicht sollte ich die Ausstiegsklausel doch ein bisschen höher machen. Aber das wird er jetzt noch nicht annehmen, dann gehe ich auf 55.000. Ich meine, hat er auch verdient, ne? Er spielt schon stark. So, was sagst du dazu? Nimmt er an, ja. Ich glaube, 50.000 hätten es auch getan. Aber lieber ist mir jetzt Boto, wenn er noch länger bleibt, weil die Werte sind ja überragend. Und er wird jetzt auch bis zum Ende unseres Saves bei uns bleiben. Und so haben wir das jetzt erstmal. Ah, vielleicht hätte ich. Kann ich noch machen, dass wir erst ab so und so verlängern? Wo ist er denn jetzt hier? Ah, leider nicht. Oder? Nee. Okay. Schade. War jetzt ein bisschen doof von mir.
Weil jetzt kann es natürlich immer noch dazu kommen, dass er im Winter schon wieder Angebote bekommt und dann unzufrieden ist. Oder halt sogar im Sommer wieder. Und im Sommer hätten wir das damit jetzt eliminiert. Ja, war jetzt ein bisschen doof von mir. So. Dann würde ich sagen, machen wir das auch so. Ich meine, wir haben ja gerade aufgestellt. Oh, ich hoffe, dass Adibas jetzt mal was macht, ne? Das ist echt nicht schön, dem momentan zuzugucken. Aber gut, auf geht's gegen Real Sociedad, die auch in einem 4-3-3 spielen. Haben mittlerweile echt eine alte Elf, ne? Ramiro für erstmal schauen. Boah, Martin Dardai. Sehr gefährlich, gleich nach 12 Minuten. Ramiro 34, dann haben wir Maffeo 32. Dürften alle relativ alt sein, ne? Oh, Jungs, könnt ihr mal bitte ein bisschen besser verteidigen? Kann nicht sein, dass wir so weit auseinandergezogen werden. Oh nein. Boah, okay, erstmal auf das 4-1-4-1 gehen. Das sieht nicht gut aus, was wir gerade machen. Lenormand hat auch 32 Jahre auf dem Buckel. Petraza 33, Seoane hat 32 Jahre, 33 bei Luca Torreira, 33 bei Merino, Ikone 31, Paranetscha ist 27, sowie Dardai und Oyarzabal ist 32. Alles klar. Das ist mal eine richtig alte Elf. Ja, das ist richtig, richtig scheiße, Jungs. Also, boah, Arribas, meine Güte. Ich glaube, bei Arribas werden wir jetzt gleich schon soweit sein, dass wir ihn erstmal ordentlich raussetzen und dann Sebastian Vargas seine Chance bekommt. Wieder keine Szene für uns. Ganz schlechtes Spiel. Mal wieder. Oh, Sonjoda. Und Arribas. Macht er vielleicht jetzt was draus? Naja. Läuft auf jeden Fall schon ordentlich in die Mitte. Weg zum Tor ist noch weit. Sonjoda, Vicente, Vicente, Arribas, Arribas. Kapic wird reinkommen. Das war halt die beste Chance und ich glaube, so eine gute Chance wird nicht mehr kommen. Dafür sieht Sociedad auch einfach zu stabil aus hinten. Nochmals Stipe Biok rein für Mattsson. Aber wir haben wohl ein richtig dickes Problem im Sturmzentrum. Und ich hatte gedacht, schlechter als Ackmann wird es nicht mehr gehen. Aber doch. Denn Arribas ist nochmal viel, viel schlechter. Wieder nur unentschieden. Genau das, was uns letztes Jahr den Titel gekostet hat. Geht jetzt schon wieder los. Sonjoda fällt. Boah, warum fällt er jetzt 2 bis 3 Wochen aus? Was hat er denn gemacht? Ich habe ihn gar nicht gesehen, Alter, dass er. Ei. Dass er irgendwie verletzt ist. Meine Fresse, Arribas. Meine fucking Fresse. Was soll die Scheiße? Wow. Okay, das war es erstmal für Arribas für ein paar Wochen. Und Sebastian Vargas wird jetzt seine Chancen bekommen. Also, so ein Bullshit zu sagen, nee. Wirklich nicht. Also, boah, ich hasse den FM ja wegen seinen Spielerinteraktionen, ne? Aber das ist ja mal wieder die absolute Krönung. Also, meine Fresse, ey. Wieso kann ich die Spieler schon wieder nicht bestrafen für ihre schlechte Leistung, ey? Wieso hat er überhaupt eine 7,0? Nachdem er halt schon wieder so viel verkackt hat. Boah. Ja, toll, ne? Geht ja schon wieder gut los. Also heute hat mich richtig angekotzt. Das war richtig, richtig scheiße. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Boah. Dann müssen wir in der nächsten Folge gegen Real Madrid spielen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Nach so einem Scheiß jetzt. Gegen Dortmund in Unterzahl verloren.
gegen Sociedad absolut nichts gerissen. Das wird lustig. Nicht. So eine riesige Scheiße, leider. Und Arribas denkt, er ist der geilste Spieler der Welt. Hätte ich mal lieber Arkman behalten, ey. Scheiße. Na gut, Leute, das war heute leider absolut gar nichts. Immerhin sind wir punktgleich mit dem Tabellenersten, weil eben Real Madrid auch noch nicht so gut losgelegt hat, genauso wie Barca. Das ist unser einziger Wermutstropfen, aber ganz ehrlich, das ist halt, das hat mich jetzt schon echt abgefuckt, ne? Dortmund war schon richtig schlimm, wird uns auch wahrscheinlich das Weiterkommen kosten in der Champions League, bin ich mir sogar fast sicher. Aber jetzt Sociedad war nochmal die absolute Krönung. Mit der absoluten Kirsche von Arribas dann oben drauf, ne? Meine Güte. Na gut, hoffentlich läuft die nächste Folge dann besser. Das Ganze haben wir dann am Montag. Kann eigentlich nur besser laufen, ne? Weil ganz ehrlich, so schlecht wie es heute lief, kann es eigentlich gar nicht mehr laufen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir dann mit Vargas besseres Glück haben als mit Arribas. Dass der dann erstmal sich fragt, warum man denn draußen sitzt, obwohl er so überragend gespielt hat. Na gut, also bis zur nächsten Folge am Montag. Bis dahin. Tschüss.